Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deadpool. Immer noch in der Kanalisation, aber dafür haben wir eine coole neue Fähigkeit bekommen. Und zwar, dass wir uns an weiter entfernte Orte teleportieren können. Ich kann es ja mal zeigen. Da, so. Ist das nicht cool? Ja, ich weiß, das ist super awesome. Ah, ich habe das Gefühl, es kommt gleich wieder was. Entkomme den Einzelhaftbereich. Blockbuster kann nicht weit sein. Ja, ich kann nicht gerade nicht richtig lesen. So, einmal da, einmal hier. So. Gut. Ja. Ich kann auf jeden Fall mich dorthin teleportieren, aber ich kann mich da auch hinfallen lassen, also. Von daher ist das jetzt kein Problem. Neue Verbesserung habe ich freigeschaltet. Passt ja ganz gut, weil wir haben wieder gut was an Punkten. Da hoch komme ich doch nicht. Nee, da hoch komme ich nicht. Bin verwirrt. Bin ordentlich verwirrt. Was bringt mir das, wenn ich mich hier hin teleportiere? Das bringt mir gar nichts. Deswegen verstehe ich es auch nicht. Genauso wie hier. Ich weiß noch nicht mal, wohin ich muss. Ich muss irgendwie nach oben, oder? Ach, guck da. Ah, ja, okay. Ich habe nicht zu weit nach oben geguckt. Ah ja, ihr kommt hier hoch, das ist klar. Komm. Typi. Da kommst du ja gerade. Da warst du. Gerade. Gibt's hier irgendwie noch was? Naja, irgendwo wird schon noch irgendwer sein, ne? Oh, da zum Beispiel. Und da. Und hier. Und überall. Oh Gott, muss ich mich gerade konzentrieren. Also nicht wirklich konzentrieren eigentlich. Versuche ich nur zu zielen und zu schießen und dabei zu treffen halt, ne? Na komm. Ja, die Maschinenpistolen haben doch gut was zugelegt, muss ich ja mal sagen. Okay. Ich guck mal gerade bei den Verbesserungen. Habe ich viele neue Verbesserungen freigeschaltet. Neue Kombination und Angriffe und alles. War mal 100.000. 65.000, alles zu teuer. 75.000, das ist doch schon mal gut. 200.000. Ich meine, 25.000 waren das. Nein, das da möchte ich. Das da. So, jetzt habe ich nur noch für 30.000. Das da zum Beispiel geht. Ja. Das da geht auch. Und das da geht leider nicht mehr. Schade. Jetzt komm. Weiter. Jetzt komm. Ja, gut so. Oh, if you were still breathing, you would have loved that. Sicherlich. Oh. Mein Gott.
Drück mir nicht so nah auf die, so nah auf die Pelle. Ich habe oben auch noch jemanden gesehen, oder? Okay, noch ist es ruhig wieder erstmal. Frag dich nur für wie lange. Oh, look! Not assholes! Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Ich hab den einfach wieder runtergeschubst. So macht man das mit Leuten, die hier irgendwie einen Bonus geben. Jetzt seriously. Kann ich dich von hier aus erwischen, aber egal, ich versuch's erst gar nicht. Na komm. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, bla 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 bla. Oh, wie einfach alle zerstört werden hier. Oh, ist das herrlich. War hier hinter mir noch was? Ja doch, Punkte. Oh ja, gut was am Punkten. Ich krieg das echt nicht mit, wenn ich irgendwie auf irgendwelche anderen Waffen wechsle. Ich krieg das nicht mit. Das passiert wahrscheinlich, ist jetzt gerade passiert, als ich versucht habe, auf B zu drücken, dass ich da auf N kam. Zum Waffenwechseln war mal. Wo muss ich hin? Da. Nein. Doch. Doch, hier muss ich hin. Okay. Sieht alles sehr seltsam aus. Seltsam, verstörend, minimal. You know, we should probably explain to the player how our teleporter works. It runs on kitten farts. No, no, really. All the nerds out there will want to know. Fine. For the purposes of creating an entertaining mechanic that players can employ to achieve an optimal amount of fun factor, we limited our teleporter to a shorter range than usual. Yay! Ah, herrlich. Herrlich! Oh mein Gott, ihr seid so awesome. Man merkt überhaupt nicht, dass ich meinen Spaß mit dem Spiel habe. Überhaupt nicht. Das Spiel ist genial, das ist klasse. Ich liebe es. Steuerung zwar, ja klar, aber ehrlich gesagt, der ganze Witz, die Gestaltung und so weiter. Hey again, little buddy. You taking me to Rogue? Nein, nein, nein! Puh. Yeah, that felt like a lesson. Okay, so, jetzt nochmal. Diesmal aber ohne, dass ich runterfalle. Ich frage mich echt, was unser Hund hier macht. Oh. Ich glaube, ich muss ein bisschen nach unten. Hui! FYI, for all you nerds out there getting all puffy over the fact that Rogue in the comics currently does not have the power to fly. Well, you can officially move out of your parents' basement, get a job and a life, and maybe, maybe, just maybe, you'll kiss a real girl. Yeah, she flies in our game. Yeah. Fliegt sie nicht auch in den... Oh, verdammt. Fliegt sie nicht auch in der Serie? Also in den Filmen auf jeden Fall nicht, die man so kennt von X-Men. Im Comic scheinbar ja auch nicht. Ich meine, ich hätte sie in den irgendwo fliegen sehen. Oder ich verwechsle sie schon wieder mit Storm. Das kann natürlich auch sein. Wo bin ich denn jetzt? Also hier verliert man echt die Orientierung. Komplett. Oh, hot damn, there's Rogue. That mud did lead us to her. I owe him a treat.
Wo denn? Wo ist Rogue? Ich weiß es nicht. Ich sehe sie nicht. Ich höre nur komische Geräusche. Hold up! I got an idea. Rogue will be so impressed when I save her. Hey, player! You coming or what? Dumbass. Move that camera and find me. Wie cool. Lol. I'm over. That'll blow up real nice. Oh, I see. We're planting bombs. All right, only two more to go. Platzieren mehr Bomben. Warum hat er die Waffen jetzt ausgerüstet auf einmal? Muss ich das verstehen? Nein? Okay, gut. Ich verstehe es nämlich nicht. Uiuiui, sieht das interessant aus. Ach, da oben kann ich hin. Wow, bloß nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Das wäre ja gar nichts für mich. Überhaupt nicht. Ich und meine Höhenangst. Ne. Okay, die Punkte lasse ich Punkte sein, okay? Nein. 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 Willst du keine Bombe hinstellen? Ich dachte, du willst da Bomben hinstellen überall. Ach, da willst du noch eine hinstellen. Okay, ich hab's kapiert. Wieso schleicht er sich schon? Warum macht er schon wieder auf Schleichmodus? Du sollst springen! Verdammt, hier ist irgendwo ein Kerl am Rumschleichen. Da unten sind auch noch einige. Ach so. Das passiert da. Das ist dieses komische Geräusch. Irgendwo ist ein Kerl am Rumschleichen. Und wir können dadurch... Ach so, jetzt auf einmal geht's. Gross. Ja, glaube ich auch. Nee, ich find's cool. Würde ich auch machen, wenn ich er wäre. Oh, ich würde alles niedermetzeln. Technology! Das ist cool. Ich dachte mir, ich mache ja sonst immer eh. Ich dachte mir, ich mache ja sonst immer eh, mache ich mal was anderes. Es wäre schön, wenn du deine Waffen auch wieder einstecken würdest, genau. Was? An wen willst du dich jetzt schon wieder ranschleichen? Kannst du mir das mal sagen? Warte mal, ich nehme mal eine andere. Nein. Ah, verdammt. Ich habe zu lange gewartet. Ich wollte einfach nur eine andere Waffe auswählen. Eine andere Schusswaffe, um zu gucken, wie es da aussieht dann. Hat ja gut funktioniert. Ah, hier sind noch Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Alles meine Punkte. Ich jetzt hier einfach weiter runter? Ich glaube schon. Ah, guck, da kann ich eine Bombe hinstellen. There's Sinister. Rogue was right. Where is he? There in that fancy skybox. No wonder Rogue can't fly out of here. Let's take him out as soon as we finish setting these charges. That's two. All this work better be worth it. Hey, it's me. Das klang ein bisschen so wie, hey, it's me, Mario. Ach du Scheiße, nein, ernsthaft? Okay, ich versuche es. Ich hoffe immer nur, dass ich dabei dann auch die richtige Taste finde. Ich glaube, dort oben. Ja, okay. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wenn wir jetzt die ganze Zeit nach unten gehen, müssen wir doch auch irgendwie wieder hochkommen. So, die Punkte kann ich auf jeden Fall holen. Ich wusste es. Okay, ich fange dann hier wieder an. Okay, gut. Das geht ja noch. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich mal runterfalle. Und ich glaube, die letzte Bombe ist das, oder?
Last one. Time to take out Sinister. Then we'll save Rogue. Then we'll get her naked. But first we'll save Rogue. Sinister bekommen. Dann Rogue retten. Dann sie nackig machen. Aber erstmal sie retten. I told you. Shh. You're sinister. My experiment with Rogue is finished. Creep mode engaged. Still alive, you say? I should have assumed as much and dealt with him myself. Guess this is the real Sinister. Maybe if you kill him stealthily, he'll die for reals this time. We'll need to be extra quiet. No shooting, throwing grenades, or funny business. They better not mess this up and alert the guards. They get it, and we get it. Up close and personal. Sinister won't know what hit him. Remember, silent but deadly. Like bad dog farts. Genau, wie schlimme Hundefurze. Genauso. Hä? Ich dachte, du fällst da irgendwie runter. Psst. Bring Mr. Sinister und seine Gefolge leise um die Ecke. Ach du... Okay, ich warte kurz. Habe ich nicht noch letztens gesagt, dass ich sowas gerne hätte? Ich kann ihn leider nicht mehr sehen. Hallo? Psst. Ja, mach doch nicht... Psst. Nicht mal. Bist voll unhöflich. Wo ist er denn? Kommt er wieder zurück? Hallo? Ich weiß doch, genau dann, wenn ich immer rausgehe, passiert was. Kommt er wieder zurück oder nicht? Bleibt er dort? Da ist halt einer, der die ganze Zeit hin und her läuft. Ach du Scheiße, wie soll denn das bitte schön gehen? Und der bleibt anscheinend die ganze Zeit dort stehen. Das ist doof. Wie mache ich das jetzt am besten? Ach, wisst ihr was? Was ich am besten mache, ich glaube, ich mache einfach einen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.